Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in Notruf Hamburg und heute machen wir wieder eine Verkehrskontrolle. Es wird mal wieder Zeit. Lange ist es her, seitdem wir eine Verkehrskontrolle gemacht haben. Und nämlich heute mit dem neuen Polizeiauto, wie ihr sehen könnt. Jetzt gerade wurde tatsächlich die Bank überfallen, aber ich denke, das hat sich geklärt. Wir müssen mal eben ganz kurz hier schon mal die Kreuzung langsam sichern. Ich denke, ich werde mein Fahrzeug am besten hier mal so hinstellen, würde ich sagen. Einfach mal so hier so. Ich glaube, hier stört es auch keinen. Warnblinker machen wir natürlich an. Parken. Und dann würde ich sagen, vorbereiten wir schon mal alles. Wir machen schon mal hier ein paar Stopsticks hin. Also genau hier so machen wir eine hin. Dann machen wir genau hier so einen hin. Und dann machen wir genau hier so einen hin. Junge Dame. Gehen Sie bitte weg hier, junge Dame. Passt perfekt. So, und du fährst bestimmt eh zu schnell, ne? Ah, Glück gehabt nochmal. Man kann tatsächlich auch durch den Boden blitzen. Durch Objekte so gesehen. Aber das hat jetzt nicht so geklappt. So, dann machen wir hier noch ein bisschen weiter hier. Hier noch einen Barken hin, hier noch einen Barken hin. Dann kommt hier ebenfalls ein Barken hin. Dort ein Barken hin. Dann kommt natürlich hier ein Kegel noch hin. Hier nochmal ein Kegel hin. Dann machen wir noch hier ein paar Kegel hin, damit keine Fußgänger hier durchlaufen, ne? Weil hier dürft ihr auch nicht lang. So, und dann ist auch schon die Verkehrskontrolle durchgeführt, ja, so halb. Und wir nehmen die Radarpistole erstmal in die Hand und schauen es mal an, wer denn so vorbeikommt. Ja, kommt schon einer, guck mal, der leckt sich hier durch. 37, 36, na, du bist nochmal... Okay, du bist in Ordnung. Wie ist denn gesucht, Kollege? PT66, PT... Du bist auch in Ordnung. Na gut, dann fahr durch, sie dürfen durchfahren. Aber nicht zu schnell fahren, Kollege, ne? Nicht Gas geben da jetzt, Vollgas. 45, 46, okay, bremst ab. Unfall, er hat noch einen Unfall vor, sagt der Kollege. Eieiei. So, warte mal, wenn ich jetzt schaffe, hier so halb durch das Gebäude. Ihr seht selber, Leute, man kann tatsächlich durchs Gebäude hier durch. Oh, warte mal, wo ist er denn jetzt? Da ist er irgendwo da gewesen. Da war er irgendwo. Ja, es ist schwierig durch Gebäude, aber es ist möglich, Leute, es ist möglich. Da kommt der nächste Passat, aber tatsächlich zu weit weg. Wir warten auf unseren nächsten Kollegen hier. Da ist jemand hier, fällt schnell her. Boah, ist direkt vor meinen Stop-Six stehen geblieben, einfach so. DE... Hat der DE? Hä, hey, warte mal. Nee, 68, ne? Der wird sogar gesucht, oder? Nee, das ist ein Polizist, ist das. Okay, das passt. Okay, wie schnell fährt der denn hier? 70? Das war zu schnell, Kollege, mit deinem Taxi. Es war ein bisschen ärgerlich für seinen Busjob, aber egal. Jetzt sind gerade die Stopsticks gerade weggegangen. Die müssen wir im Kurs neu platzieren hier. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich verstecke mich jetzt einfach hier hinter. Voll gut jetzt, seit dem neuesten Update jetzt hier. Ist der Bereich ja ein bisschen offen hier. Jetzt kann ich mich schön hinter der Wand verstecken hier einfach. Da kommt schon ein Kollege. Der parkt einfach hinter mir. Das ist in Ordnung auf jeden Fall. Von da kommt keiner. Da kommt ein Feuerwehrwagen. Aber hat Blaulicht an. Das ist auch in Ordnung. Ich muss ein bisschen gucken von hinten immer. Aber das ist in Ordnung. Ja. Na, ihr wundert euch bestimmt hier, was habe ich überhaupt an? Ich habe übrigens Kopfhörer an und jetzt eine Halskette an. Das ist von diesem The Hunt Event, wenn ihr euch fragt. Da kommt ich mal angefahren. Ganz langsam tatsächlich. 45, 46. Na, in Ordnung. Stehen geblieben. Na, ist in Ordnung. Ich fährt rückwärts. Irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl, dass er gesucht wird, der Kollege. Nur hast du das Gefühl, so ein bisschen. Ja, schön langsam fahren, Kollege, hier. Kennzeichen WN. Kennzeichen WN, Leute. WN. Der wird aber nicht gesucht, der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Nee, um zum Thema nochmal zurückzukommen. Ich habe hier... Oh, es kommen noch mehr Leute. Okay, okay, okay. Okay. Porsche, gib mal richtig Gas, Porsche. Der wird gesucht, Leute. Blitz ihn doch. Oh mein Gott, der kann nicht blitzen einfach, Alter. Na geil, kommt noch ein nächster auf jeden Fall. Aber den blitze ich auch. Komm, der fährt zu schnell, Leute. Der fährt da viel zu schnell gerade. Der wird 100% gesucht einfach. Junge, der war gerade 58. Wieso blitzt der nicht? Wieso blitzt der nicht? Hallo, junge Dame. Arme bitte blitzen, den Kollegen da. Wieso fährt der 21 jetzt auf der Stelle? Da stimmt doch auch irgendwas nicht. Hat der irgendwie einen Timer oder sowas? Keine Ahnung. Kann sein, dass der gerade... Okay, der ist offline gegangen. Okay. Nee, ich wollte zum Thema zurückkommen. Das ist zum Event. Also die Halskette bekommt ihr nämlich, wenn ihr 5 Abzeichen bei dem Event sammelt. Und die Kopfhörer habe ich tatsächlich von Aborg bekommen. Der war nämlich unterwegs, der ist gerade respawned, ne? Mit seinem Porsche, warte mal, da will ich mal eben kurz hinfahren. Ich glaube, das ist der gleiche, ne? Warte mal, da fahren wir eben kurz hin, im Handbremse raus. Hier, der Kollege, der Bre hier, ne? Der Bre hier, mit seinem Porsche da. Der wird nicht gesucht, ey. Oh Mann, wieso hat der denn die Pylonen, ne, ey? Junge Dame, weg da von meinem Auto, hallo. Jetzt hau ich auch da, ich höre dein Außenspiegel kaputt. Dein Spiegel ist kaputt jetzt hier, ne? Junge Dame hier, ey. Mann, Mann, Mann. Macht er einfach mal ein Auto kaputt hier, ey. Schlägt dagegen. Ich glaube, es hackt hier, ey. Okay, dann wundert mich aber tatsächlich, warum der denn außen rumgefahren ist extra. Der wollte mich doch echt extra triggern bestimmt, ey. Na, egal. So, wir machen wieder unsere Stop-Sticks natürlich hier hin, so wie es sich gehört. Bam, bam, bam. Und dann, Leute, geht's wieder zurück hier zur Kirche schön. Und hier verstecken wir uns weiter. Da ist der Bus wieder. Oh, er hat abgebremst jetzt gerade. Oh, er hat uns gesehen jetzt, Leute. Ah,
doch nicht gesehen. Er ist nur über Rot gefahren. Ah, ah. Okay. Er parkt. Es gibt da Gas. Es gibt da Gas. Oh, er gibt richtig Gas jetzt. Warte. Da haben wir ihn geblitzt auf jeden Fall. 5 km/h zu schnell. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr bremsen. Jetzt ist es zu spät, Kollege. Das ist tatsächlich im echten Leben auch immer so. Tatsächlich habe ich schon so oft mitbekommen, dass der Vordermann einfach geblitzt wurde von einem Blitzer. Und immer bremsen die direkt so. Aber es bringt halt eh nichts mehr. Ich meine, wenn du einmal geblitzt wurdest, dann brauchst du halt nicht bremsen so. Klar, man erschreckt sich wahrscheinlich, wenn man geblitzt wird. Ne? Aber bringt ja auch nichts mehr, wenn man dann bremst. Aber egal. Die beiden machen gerade einfach RP da oder was? Die laufen aber ganz langsam in die Bank rein da. Seht ihr das? Ziemlich verdächtig, muss ich sagen. Ziemlich verdächtig. Da kommt ein Feuerwehrmann, der darf natürlich hier gern durchfahren. Gar kein Problem. Krankenwagen ist auch noch angerückt da vorne. Auch sehr gut. Oh, die machen einen Unfall. Das war nichts gut, Leute. Warum wärst du ausgestiegen? Ist das ein Polizist oder sowas? Warte mal, wer ist das hier? Welches Kennzeichen? HL. Das ist ein Polizist. Wieso ist der reingerannt in die Bank? Ist hier irgendwas los, Leute? Was ist los bei euch hier? Ist alles klar bei euch hier irgendwie? Wie hieß der Kollege hier? Wie heißt der? Der hat eine Bombe. Hast du das gesehen, Leute? Der hat eine Bombe gelegt. Den haben wir. Nehmen ihn fest, schnell. Den darfst du ruhig haben. Weil ich muss mich hier natürlich um den Verkehrsraum Bankbewachung beschäftigen. Hab dafür keine Zeit für Festnahmen. Aber zumindest haben wir den schon mal mitgenommen. Der wollte einfach die Bank ausrauben, hier, der Kollege. Hallo, junge Dame, was ist hier los? Jetzt will ich so schnell fahren da, ne? Sonst gibt's eine 6, Leuch. Neuch. Leuch. Neuch. du kannst gerne Gas geben, wenn du Bock hast, ne? Also ich meine, okay, haut gerade einfach den Kollegen. Hä, wer ist das denn? Armin. Wird der gesucht? Ne, der wird nicht gesucht. Ne, nicht wirklich. Okay, wohin rennt der jetzt? Da haben wir noch einen Polizisten. Der darf aber auch nicht so schnell fahren, natürlich, ne? Okay, jetzt hat er Blaulicht angemacht. Okay. Was ist da los, Leute, bei euch? Was ist da los? 44, zu langsam noch. Der Polizist blitzen. Den haben wir auf jeden Fall geblitzt. 6 km/h zu schnell. Ja, so ist das hier, Leute. Verkehrssünder, ne? 6 km/h ist ganz schön zu viel. Da läutet die Glocke erstmal drauf. Da hinten wird geschossen, ist einfach. Okay. Ja, dafür haben wir keine Zeit. Wir sind der Verkehrspolizist. Wir müssen halt eben den Verkehrsraum hier überwachen. Oh, da kommt unser Taxifahrer wieder, hier unser Bus. Den blitzen wir erstmal. Okay. Mal gucken, ob er gelernt hat jetzt. Mal gucken, ob er gelernt hat. Er wartet auf jeden Fall bei Rot. Er wartet auf jeden Fall. Mal gucken, ob er gelernt hat, ob er jetzt langsamer fährt, der Kollege. Bin ich mal gespannt. Oh, der gibt aber Gas, Leute. Wow. Den habe ich nicht bekommen. Okay, warte mal, den muss ich bekommen hier. Der war zu schnell auf jeden Fall. So, jetzt warten wir, jetzt kommen viele hier. Der hat auf jeden Fall nicht gelernt, der Taxifahrer. Den blitze ich immer wieder hier, ne? Der auch zu schnell einfach, der Kollege. Da ist so eine Gang oder so eine lila Gang. Kann das sein oder so? Die kämpfen da. SEK ist da. Oh Leute, wir müssen unsere Polizisten unterstützen. Bei dem blitzt mit euch schnell mit hier. Geht doch nicht. Hallo, stehen geblieben, junge Dame. Sie werden da eh gesucht hier, oder? Ja, der war klar. Das war klar. Okay, ich muss eben ganz kurz den Kollegen helfen. Dem Polizisten. Muss eben ganz kurz hier meine Arbeit niederlegen. Als Verkehrspolizist oder auch nicht. Wow. Leute, wir können das auch friedlich lösen hier. Okay, wow. Okay, die wollen Stress haben hier. Ganz schön, ey. Haben die einen Polizisten irgendwie oder sowas? Der Notarzt muss weg. Okay, den Notarzt haben wir auf jeden Fall. Jetzt kommt der Kollege hier. Was willst du von mir? Okay, da ist noch ein Polizist. Dem müssen wir helfen jetzt. Moment, wo ist der hin? Wo ist der hin? Immer springen, Leute. Springen ist immer richtig gut. Der will mich hauen. Ich habe kein Leben mehr. Oh Mann, der will mich hauen, Leute. Der wird nicht gesucht. Oh nein, es gibt erstmal Minuspunkte hier. Nein. Genau, tu erstmal dem helfen. Hier ist SEK auf jeden Fall zur Unterstützung. Sehr gut. Hier, der will mich hauen, Leute. Der will mich hauen hier. Aber wie gesagt, tu den mal hochhalten schön hier. Ich sichere auf jeden Fall die Gegend ab hier. Gar kein Problem für meine Homies hier. Hier der Polizist oder sowas, der können die ja festnehmen auf jeden Fall. Hier, der haut mich, Leute. Der haut mich hinter mir. Oh mein Gott, Leute, der haut mich. Habt ihr das gesehen? Wir müssen irgendwas machen. Macht irgendwas, Leute. Macht irgendwas. Der Fahrer ist da drin noch. Oder festnehmen erstmal. Hä? War nicht gesucht? Oder der wird doch gesucht hier, oder nicht? Ach, das ist ein Polizist einfach, oder was? Ach, die Team hier oder wie, oder was verstehe ich hier gerade nicht? Ich glaube, die Team einfach, egal. Wir lassen die mal Team, ne? Wenn die überhaupt Bock haben. So, Leute, den müsst ihr festnehmen, den Kollegen, ne? Den müsst ihr festnehmen. Was machen die Polizisten denn hier? Leute. Oh Mann. Was ist hier los mit euch, ey? Leute, die nicht drauf schießen. Stopsticks oder sowas. Irgendwie oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oh nein, was abgebrochen. Jetzt habe ich den aber. Den habe ich, Leute. Den habe ich. Okay. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht von dem hier überfahren werde. Ich bringe ihn einfach jetzt mal zu meinem Auto jetzt hin. Der muss unbedingt in den Knast rein. So, zack. Den haben wir schon mal. Safe auf jeden Fall. Ja, ich sag mal, das ist eigentlich jetzt nicht meine Aufgabe, den jetzt in den Knast zu bringen, aber einer muss das ja machen. Die anderen Polizisten, die schaffen es anscheinend nicht. So, ich muss eben gucken. Ist alles klar bei euch hier, Leute? Habt ihr alles unter Kontrolle hier irgendwie oder sowas? Der Lambo, der will sogar drauf anlegen, ne? NV, wird er gesucht oder sowas? NV? NV, nicht NB. Ne, der wird nicht gesucht. Okay, dann nicht. Nein, nicht DDD-Spam ganze Zeit. Dann müssen wir den halt eben, ja, da kannst du rammen, wie du möchtest, mein Auto, ist gar kein Problem.
Da fahre ich einfach jetzt in den Park rein und dann bist du eh weg, weil du kommst eh nicht hier durch. So, und dann, Leute, geht's für den anderen Kollegen auf jeden Fall erstmal in den Knast rein, denn sie haben eine Straftat begangen, die nicht so gut ist. So, dann, Leute, da ist der Kollege, der ganz richtig spazieren geht. Der war gerade schon bei der Bank eigentlich ganz Zeit schon, aber egal. Ach, jetzt kommt er wieder hier. Er will Stress machen, hier das? Ja, dann okay. Dann kann ich auch machen sowas. Ja, das bringt nichts jetzt. Das bringt nichts, Kollege. Das bringt nichts. Dein Kollege muss trotzdem in den Knast rein. Da kannst du machen, was du möchtest. Du kannst mich rammen, wie du möchtest, aber du, wenn du auch Bock hast, gar kein Problem. So, Leute, dann geht's für mich wieder zur Bank, denn wir haben ja eine Aufgabe zu erfüllen und das ist halt eben die Verkehrsüberwachung. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass keiner zu schnell fährt da und auch keiner irgendwie die Bank ausraubt und keiner irgendwelche Blödsinn-Sachen macht oder wie auch immer. Und deswegen parken wir wieder hier unser Auto wieder so, wie es sich gehört. Bam, 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 hier eine Kreuzung. Blinklichter an, also Warnleuchten hier anmachen. Bam, bam, bam. Parken und das war's wieder. So, wir legen ein paar Stop-Ticks hier hin wieder natürlich. So, bam, bam, bam. Und dann, Leute, schauen wir mal. Hier der ADAC, der muss auch aufpassen, ne? Nicht so schnell sein da. Polizei auch nicht, Leute. Ihr dürft nicht zu schnell sein, natürlich, ne? Auch wenn es meine eigenen Kollegen sind. Ihr dürft nicht so rasen. Da kommt einer angerast hier. Irgendwie E8 oder was ist das hier? Den haben wir auf jeden Fall. Okay. Ich weiß nicht, was sein Ziel ist hier. Ach, der macht mit. Okay. Ganz gerne mit. Auch die Polizisten müssen sich natürlich hier an die Verkehrsregeln halten. Deswegen habe ich dich geblitzt. Ja, da brauchst du nicht stinkig sein oder was, ne? Da bist du selber dran schuld. Den Bugatti nehmen wir auch mit. Wieso ging das nicht? Oh, erstmal durch meine Stopsticks durchgefahren, Leute. Der ist die Stopsticks durch. Der ist alle Reifen platt. Alle Reifen platt. Okay, Leute, müssen den Schlitten fahren. Wir müssen den Bugatti eigentlich jagen. Eigentlich. Boah, der hat aber richtig die meine Stopsticks genommen, ne? Aber sowas von. Der ist da richtig reingeglitten. Leute, wir müssen das Verfolgungsjagd machen. Wir müssen hinterher jetzt da ganz schnell. Den Bugatti müssen wir hinterher. Du übernimmst die Kontrolle auf jeden Fall, würde ich sagen. So, wo ist der Bugatti? Hier ist der Bugatti. Ist der noch hier drin? Festnehmen. Der war noch da drin. Okay. Oder Pistole. Okay, wir haben ihn aber. Nicht mit mir, würde ich sagen. So, dann haben wir dich auch auf jeden Fall. Fußball-Tumi. Das war's für dich. Du gehst heute in den Knast rein. So, da kommt schon der Nächste. Was möchten Sie, junge Dame? Müssen Sie mich hauen? Ja, hau mich doch. Hau mich doch, wenn ich raus. Komm, hau mich. Hau mich. Na gut, dann halt nicht, ne? Dann halt nicht, junge Dame. So, wahrscheinlich ist das ein Kollege gewesen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er halt so lange im Auto gewartet hat und der ihn dann abholt, aber. Das hat jetzt nicht so geklappt, anscheinend. So, für dich heißt es heute Knast sein und Adios. So, Leute, da sind wir wieder an unserer alten Stelle. Der ADAC, der fährt schon rückwärts. Warum, Kollege? Aber nicht so Gas geben, Kollege. Ne? Du weißt, ich bin der Blitzer. Na gut, dann. Dann haben wir es halt geblitzt. Tut mir sehr leid. Weniger CP für dich. Aber jeder muss sich einfach an die Regeln halten, natürlich. Ne? So ist das Spiel natürlich hier. So, mittlerweile habe ich auch schon zwei neue Freunde gefunden, die mit mir die Verkehrskontrolle machen. Einmal hier der Verkehrspolizist und der Undercover-Polizist. Aber ich glaube, der Verkehrspolizist, also ich weiß noch nicht, was er da genau vorhat, aber er tut einfach mal ein paar Barken dahinstellen. So, da haben wir noch einen Kollegen hier, ne? Eine junge Dame mit dem R8. Ja, nicht so schnell fahren. Ansonsten gibt es auf jeden Fall eine 6 noch. Schön langsam da langfahren, ne? 40, ja, 39, ja, so soll es sein, ne? Oh, jetzt gibt er Gas, ey. Jetzt gibt er Gas, war richtig Gas. Hat er Glück gehabt. War er schneller als meine Maus. Oder beziehungsweise ich war zu langsam einfach. Naja, kommt vor auf jeden Fall. So, ich weiß noch nicht genau, was die anderen Polizisten da, die drei Stück vorhaben, aber die werden auch irgendwas zu tun haben da. Da kommt schon ein neuer Fahrer hinten. Warte mal, was ist denn bei dem los? Wieso bist du gerade genau da ausgestiegen? Das schaue ich mir lieber mal genauer an, weil eigentlich ist da nämlich ein Dealer um die Ecke. Der steht auch zufälligerweise beim Dealer. Ah, Kollege, dann. Ne, sieht schlecht aus. Warte mal, ich erschreck den jetzt. Hat nicht geklappt, verfehlt, ey. Oh mein Gott. Aber so nicht, Kollege. Habe ich schon ganz genau gesehen, dass du da zum Dealer gerannt bist. So. Aber theoretisch habe ich eigentlich Energy. Nee, habe ich gar nicht. Na komm. Ich glaube, es ist einfach kürzer, wenn ich mit dir einfach zum Gefängnis laufe jetzt einfach. Ich glaube, das ist wirklich kürzer einfach. Anstatt zu meinem Auto da hinten. Ich gib. Naja, du gibst. Mir was denn? Ach so, offline. Ja, okay, auch gut. So können wir uns das Problem auch lösen. Hier ist der Kollege, der geblitzt werden will, wieder hier. Oder auch nicht. Er tut einfach einen Unfall bauen. Ah, na, schön langsam fahren, Kollege da. Genau so soll es sein. Ja. Da sind sie wieder hier. Ach, er blockiert einfach jetzt die Straße da. Ach, das ist der Kollege. Der macht auch Verkehrskontrolle jetzt einfach mit. Wen haben wir denn hier? Hier, junge Dame. Hallo? Mit dem Passat. Nicht so schnell rasen da, ne? Nicht so schnell rasen, Kollege. 41, 42, 43. Jetzt gibt er Gas. Jetzt gibt er Gas. Jetzt reicht's ihm. Aber hat er Glück gehabt. Ach, da ist er lang. Na, okay, ich hab. Ist er links lang gegangen? Das ist echt blöde.
Das ist natürlich blöde, ey. Da haben wir auch noch eine junge Dame auf jeden Fall hier. Was soll das hier? Junge Dame, hier wird irgendwas gemacht. Na, hallo, guten Tag hier. Fährt Ihr Auto zu schnell oder was? Na, so sieht's aus. Oh, was ist da los jetzt hier mit dem Kollegen? Was macht er denn mit einer Verkreuzung hier? Junge Dame, bleiben Sie mal stehen jetzt hier erstmal. Erstmal muss ich hier alles stilllegen hier. Also Sie dürfen. Oh, was macht er denn jetzt hier? Hallo, nicht so schnell fahren bitte da. Ich blitze Sie ansonsten. Er hupt ganze Zeit. Er will mich hier provozieren, glaube ich, der Kollege. Jetzt fährt er ganze Zeit rückwärts einfach, okay. Was machen die Polizisten mit dem denn? Trollen die den oder was? Ich weiß nicht, was die hier mit mir haben. Es gibt da Vollgas da. Na gut, hat er Glück gehabt. Hat er wirklich Glück gehabt. Da war er mir zu schnell leider. Oh, es gibt nur. Er fährt er mal rückwärts? Okay, warum? Ja, fährt auf 25 halt, ne? Ja, 25 reicht noch nicht. Volle Kanne voraus mal. Okay, die beiden gehen wieder in die Bank rein, warum auch immer. So, ADAC nicht so schnell sein, bitte, ne? Genau. Gucken wir mal, wie schnell der ADAC fährt. Er fährt langsam. Ist alles in Ordnung? So, da haben wir einen Gefangenen, okay, warum auch immer, der gefangen wird, aber wird schon seinen Grund haben. So, der ADAC, der parkt da gerade mitten, okay, sehr gut. So soll es auch sein. Und eine junge Dame macht da gerade einen Automaten kaputt einfach, seht ihr das, Leute? Habt ihr es gesehen, die junge Dame da? Jetzt, junge Dame, bleiben wir mal stehen jetzt, die junge Dame, was soll das denn hier? Na, einfach hier den Automaten kaputt machen oder was? Ich glaube, Takt. Oh, ich werde abgeschossen. Oh. Einer will die junge Dame beschützen einfach hier, das. Oh, ich bin fast tot einfach. Aber sowas von fast tot. Er will mich noch bekommen, glaube ich. Mehr Polizisten brauchen wir hier. Schnell blitzen noch. Boah, okay, gibt zu viel Gas einfach. Das ist zu heftig. Okay, schaffe ich einfach nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, dann, Leute, würde ich sagen, bringen wir diese junge Dame einfach mal in den Knast rein. Ne, wir geben jetzt erstmal die Verkehrskontrolle auf hier. Ne, es wird ein bisschen zu ungemütlich da. Es sind zu viele Leute einfach da. Weiß nicht, ne? Ich war da ganz alleine und jetzt sind da einfach 10.000 Leute da. Deswegen werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge mal unseren. Die Kekse werden noch faul. Ja, die hole ich gleich ab. Die konfisziere ich alle, gar kein Problem. Deswegen werden wir unsere nächste Verkehrskontrolle mal woanders machen. Und in diesem Moment würde ich auch sagen, wir beenden das Video heute mal. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein, ob ihr wollt, dass ich mehr Verkehrskontrollen mache, wieder mit den Fahrzeugen. Einfach mal schreiben, ob ihr darauf Bock habt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, haut rein.